Habt ihr schon mal so einen Moment gehabt, in dem ihr gedacht habt, oh weia, das wäre fast schief gegangen. Um Haaresbreite wäre mein Leben fast vorbei gewesen. Seit ich Auto fahre, habe ich solche Momente schon öfters gehabt. Manchmal ist man selbst daran schuld, manchmal ein anderer. Oder man stolpert bei der Wanderung und neben einem klafft der Abgrund. Dann fragt man sich nach so einem Moment, was wäre, wenn? Irgendwie kommt einem das Leben dann sehr zerbrechlich vor. Man merkt, so schnell könnte es vorbei sein. Ich hatte erst diese Woche so eine Situation. Ein Freund und ich überholten mit dem Auto zwei LKWs. Und hinter uns folgte mein Mann im Auto. Aber als er gerade am Überholen war, kam uns von vorne in schneller Geschwindigkeit ein Auto entgegen. Ich habe im Rückspiegel gesehen, wie mein Mann gerade noch zwischen die beiden LKWs ausweichen konnte. Er meinte später, das wäre gar nicht so knapp gewesen, wie es ausgesehen hatte. Aber mir ist es durch Mark und Bein gegangen. Über den Tod denkt man ja nicht so gerne nach. Aber ich finde, wir sollten es trotzdem ab und zu tun. Sonst ignoriert man ja die Realität. Immerhin wird es jeden von uns mal treffen. Und manchmal kann es auch schneller gehen, als man denkt. Und in dem Zusammenhang sollte man sich mal die Frage stellen, was glaubst du, was nach dem Tod ist? Vielleicht nichts? Oder gibt es doch einen Gott? Vielleicht den Himmel? Auf Beerdigungen hat man oft das Gefühl, dass der Verstorbene auf jeden Fall in den Himmel kommen müsse. Immerhin möchte man ja gerne glauben, dass der Mensch jetzt an einem schönen Ort ist. Aber stell dir mal vor, du würdest heute sterben. Und dann stündest du vor Gott und der fragt dich, warum sollte ich dich in den Himmel lassen? Ja, gute Frage. Vielleicht, weil ich ein so guter Mensch bin? Ich habe nicht groß gestohlen, habe natürlich niemanden umgebracht. Und außerdem habe ich geholfen, wo ich konnte. Wenn jemand in Not war, habe ich sofort angepackt und bin zu allen freundlich gewesen. Ja, ich bin wirklich ein guter Mensch gewesen. Ob Gott das durchgehen lässt? Schauen wir mal in die Bibel. Da steht im Römerbrief in Kapitel 4: Wenn jemand Leistung erbracht hat, erhält er den Arbeitslohn, den er verdient. Er bekommt ihn nicht geschenkt. Wenn aber jemand keine Leistung vorweisen kann, sondern sein Vertrauen auf den setzt, der den Gottlosen gerecht spricht, dann wird ihm sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Die Bibel sagt eindeutig, du kannst nur in den Himmel kommen, wenn du dein Vertrauen auf Gott setzt. Da kannst du noch so ein toller Kerl sein, das bringt dich nicht in den Himmel. Du kannst es dir nur von Gott schenken lassen, indem du ihm vertraust. Und in demselben Kapitel in der Bibel heißt es dann, wie sehr ist der zu beneiden, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet? Aus dem Grund bin ich der Meinung, dass jeder mal über seinen Tod und das danach nachdenken sollte. Lies mal in der Bibel nach, was es überhaupt bedeutet, durch den Glauben von Gott gerecht gesprochen zu werden. Und wenn du Fragen hast, dann melde dich bei uns. Wir helfen dir gerne weiter. Vielen Dank, dass du dir den MyInput-Impuls angeschaut hast. Wenn du mehr wissen willst, geh auf unsere Website myinput.it oder folge uns auf YouTube, Facebook und Instagram.